So, willkommen zum vierten Let's Play von China. Ja, wir waren ja vorher oben auf dem Baum gewesen und haben das ja geschafft, ja. Ja, das Problem ist, wo wir weitergegangen sind. Dann waren wir hier unten und sind, haben ja erstmal versucht, wie man den letzten Schrein hier macht. Ja. Und dann ist uns später aufgefallen, dass man hier Kerzen sieht. Ja, wenn man die richtige erwischt, man muss die richtige Reihenfolge haben. Also hier muss das die 1 sein, da muss die Kerze leuchten, dann die und dann die letzte hier. Ja, wir haben rausgefunden, dass das jetzt Nummer 1 ist. Ja, das leuchtet die erste Kerze. Mal gucken. Aber du musst jetzt mal gucken, welche Reihenfolge das ist. Jetzt ist, leuchtet. Ah, das war schon Beispiel ein Fehler. Da leuchtet mir die dritte, also ist das schon mal die erste. Gucken, die müssen dann hier. Da müssen wir gleich nochmal einen Kampf machen. Gucken, welche das wäre. Ja, das wäre die zweite. Gut. Erste. Zweiter. Dritter. Und das müsste die vierte sein. Ja, war auch richtig. So, wenn das das Problem scheint, dann Ja, wir haben nämlich den ganzen wollen Let's Play vorher davor nur rumgesucht und gesucht. ja. Und da hätte man jetzt bis auf ein Vieh haben wir nichts gefunden gehabt, Ja, deswegen ja. jetzt müssen wir gesehen. Das sieht doch schon wieder besser aus. Ja. Wie schön auf jeden Fall alles leuchtet. Ja, auch So ist wenn ihr es. da oben die Zerstörung der Pflanze nicht gesehen habt im Vorvideo, aber den Pflanzenboss habt ihr ja schon davor gesehen, das war nicht wirklich ein Boss, da waren ein paar Gegner besiegen und dann oben anvisieren, so wie hier, so ähnlich. Ja, wird es ein bisschen größer, aber mehr macht das auch nicht. So Ja. ein Mückenpick, sowas. Er Also ist nichts so Wichtiges. ja. Also ab da ist nicht viel verpasst worden. Alles kommt endlich zum Schreien zu den Großen. Jetzt kann der ins Große geöffnet werden und das Tor kommt dann zum Beispiel auch endlich auf. Auch das seht ihr jetzt. Ja. Das ist ja davon nämlich auch die vierte Flamme da, alle vier waren. So sieht das gut aus. Die eine hier, die linke, die haben wir Ja. gefehlt. Jetzt hier geht's los. Lesern öffne ich. Frostkapitän. Ui. Ach, das ist so geil. Jetzt werden wir auch gleich mal für die Öffnung. Ja, das ist gut. So, ich werde mal und tschüss. Bis nie wieder. Danke. Ja. Das war's, jetzt dürfen wir mal da rein. Und da wartet doch schon die erste Pflanze da oben auf uns. Ja. Quatsch, weg damit. Wieder, genau. Ui, ein Buch. Okay. Aber nein, Wunder. Ach, okay. Kleines Person darstellen. Das sollen wahrscheinlich die Wurz darstellen, schätze ich. Ah, nee. Ah, ne, eine Den. Rückblende von dem Jungen, Okay. den wir suchen sollen. Ja. We leave offerings at the Guardian Tree, asking Wir it to hinterlassen protect the Opfergaben ones an Wächterbaum und bitten ihn, die zu schützen, die wir lieben. Los, besser mit X. Ja. Taro hinterließ dies den Kindern. Er muss solche Angst gehabt haben, als er sie verlor. Viele der Opfergaben hier wurden von den Anführern des ersten Dorfes hinterlassen. Geschickte Jäger, die Geisterenergie nutzten, um mächtige Waffen zu erschaffen. Ich bin sicher, dass es den Wächterbaum nicht ausgemacht, wenn wir diese verwenden, um Taro zu helfen. Also kriegen wir eine neue Waffe, cool. Klingentrophäe, Taros Liebe, Alten. Okay. Ja, wunderbar. Ja. Ja. Tschüss, wir sehen uns. Ja. Ja. Mal gucken, ob wir einer von nutzen dürfen. Nö, natürlich nicht. Upp, ui!
Ja, wo haben wir den hergekriegt? Der war jetzt wahrscheinlich bei mir mit. Als Belohnung noch mit. Wahrscheinlich der Erinnerung. Haben wir gleich nur ein Rad geschenkt gekriegt? Ja. So, das war das. Ja, hier ist ein Geld. Ja, auch mal gucken, wo wir jetzt hin müssen. Da oben, genau. Ah, ja. Ah, das ist der Weg, wo wir vorher nicht hin konnten. Genau, das war das, wo noch zu war. Und das würde jetzt auch werden. Was ist blau da nochmal? Nehmen wir mal auf. Ah, da oben. Das Ding, genau. Warte. Ich glaube, da müssen wir holen. Ah, Fahrt der Laternenhöhle. Ja, Höhle. Genau. Da waren wir ja auch gewesen. Ja, deswegen. Ja. Welchen wollen wir nehmen? Den oder den? Den anderen da, den gehen. Ja. Den Taurus Ruhe. Oder Ruhe. Taurus Ruhe, so. Ja, lesen, dass man auch kennt. Leider ist da noch kein Teleporter in der Nähe, deswegen müssen wir laufen. Das kriegen wir hin. Schon fast da. Ich sehe jetzt nicht gut, dass es irgendwie. Das ist dran, ah, das war was, da war das also ein Rätsel gewesen. Ja, ey, da erstmal kommen, ja, das ist die richtige richtig rein, von da ist es ja. Ja. Mal sehen, ob wir hier schon durchkommen. Ui, was ist das denn? Ach, da sind seine Klingen von mir. Kann ich nicht alleine und holt seine Klingen wieder. Ja. Ja, da sind die Klingen, da sind seine Klingen von mir. Autsch. Ja, ja. Mir kloppt der Boden zieht. Ja, weil dem man das gerade auch unter das Knirschen hört im Liefer. Und tschüss. Jo. Mach's gut, man sieht sich. Sesam, öffne dich, oder? Was machst du da jetzt? Nee, noch. Erstmal ein bisschen hin und dann. Mal gucken, es sei, wir müssen doch den anderen Schwein erst machen. Ich weiß nicht, welche Verderbnis in der Labyrinthhöhle, nee, Laternenhöhle auf dich warten, aber ich vermute, dass Taurus Geist bis zum Ende kämpfen wird. Das gucken wir natürlich an. Sesam, öffne dich. Naja, siehst du. Das sieht doch schon ganz anders aus. Dankeschön, bis dann. Ich weiß nicht, ob das jetzt der Hauptweg ist oder das andere der Hauptweg ist. Dann bin ich jetzt auch unsicher. Ja. Aber das sieht wie der Hauptweg aus, wenn es gelb ist. Ach, guck mal, der andere ist weg. Wir haben doch den blauen erwischt. Eigentlich wollten wir hier hin. Wir haben doch den blauen eingemacht. Naja, sehe ich gerade. Ja, haben wir den letzten. Aber so, dadurch ist der blaue jetzt auch weg und der ist auch noch da. Ja. Das ist dann der Hauptweg. Gut, dann müssen wir es jetzt. Okay, dann so. Ach, moin. Aus dem Weg da. Komm runter. Da ist er ja. Genau. Rein mit euch ins Team. Wupp. Schon mal einer. Wenn wir mehr so eine Viecher haben, wie sollen wir die dann alle satt bekommen? Jetzt haben wir schon 25 Rots, haben wir jetzt schon. Ja. Die kriegen wir nie im Leben satt. Ja, das ist natürlich. Da müssen wir uns Gedanken machen, wenn wir das hinkriegen. Okay. Ja. Ja, und da kommen wir auf jeden Fall noch nicht hin. Nee, auf unbestimmt klar. Und dann noch zu, das sieht man ja. Da kommt man hoch. Kannst du durchstufen da zwischen die Pfeiler? Nee. Nee. Aber ein paar so eine Schätze waren da drin. Die müssen wir natürlich erst mal holen. Ja. So, dann geht's erstmal hier hoch. Ja, geht's, ne? Und so werden wir das jetzt in jedem Video machen, wenn wir nicht weiterkommen und kaum was schaffen, wird das nochmal gemacht. Ja. Wir wollen ja auch immer ein bisschen Fortschritt in jedem Video zeigen. Weil das ist nämlich ein Blind-Video und. Ja, deswegen ja. Zack! So, der Weg ist jetzt offen, der war nämlich vorher versperrt. Richtig. Ah, eine schöne Abkürzung ist das jetzt, ja. Ja, hier waren wir auch schon gewesen. Ja, hier sind wir, genau. Komm mal zurück. Hier ist ein Licht. Das ist die Stelle, ja.
Was ist denn da drin? Was ist denn das? Symbol is marked on this old camping gear. Ja, eine Campingausrüstung. Oh. Da will. Soll man irgendwas folgen? Na, dann folgen wir mal. Ey, nicht so schnell. Unsere Ringe auch nicht verfolgen, ja, wenn wir doch. Gut. Ah, für die Master. Ja, dann. Okay, schon wieder noch ein Boah. Durch diese Rückblende haben wir einiges an an Geld bekommen. Ja. Das war schon gut, dass wir die mitgenommen haben. Mhm. Ich habe auch das Gefühl, als wenn ich mit zur Hauptpresse Rücken gekommen, weil die haben aber zu bedeuten mit der Liga. Aber wir sind immer noch in der Nähe von dem Teil. Ja. Ah ne, da waren wir schon. Auf jeden Fall gut, schon mal ein Stück weiter dadurch. Durch die beiden Sachen, ja. Den, ich meine jetzt so, ach, falsche Seite. War der Rückweg gewesen. Ja. Was ist jetzt los? War da, wo wir durchgekommen sind? Das war da oben das? Hier, da sind wir auf jeden Fall nicht durchgekommen, obwohl wir das oben zerstört haben. Ah doch, sind richtig hier. Hier ist der alte Weg und hier müssen wir durch. Aber so war das. Genau, das war der Baum hier. Da war er vorher auch versperrt. Richtig, genau. Und wo ist sie, Rott? Ich höre einen Rott irgendwo. Wahrscheinlich diese Pusteblume da gewesen, das ist auch bloß eine. Die habe ich ja schon kontrolliert, die ist nicht aufgeladen. Ah ne, es waren unsere Rotz, die so eine komische Geräusche machen. Ne, das war ja das, wo wir schon waren hier. Ja. Hier ist auch nichts. In dem Schrein ist auch nichts. Mhm. Das ist ein Teleporter. Ja. Oh ja, hier ist was. Okay. Krass, du wusstest gerade auf jeden Fall halt. Ja. Weil ich, wie man angefangen hat. Ja.
Na klar. Mal sehen, was er auf Lager hat. Hm. Jawohl. Ah, unbekannte Sachen noch. Das Krasseste ist ja, jeder Rot hat ja einen anderen Hut. Das ist ja nicht so, dass man jeden einzeln aussuchen muss, sondern das ist für jeden. Ja. Also, die hatten wir schon. Der Pilzling, okay, das ist ja. Von denen jetzt Vierer. Ah, so ist das gemeint worden. 3 von 4 Rots haben den auf. Mhm. Oh, ist das? Ja, wurden alle ausgerüstet. Jetzt haben alle mit offen. Burkina. Schatten den Hammer und ja, wir haben eigentlich das Beste schon dran. Mhm. Das ist ja das Standard-Ding. Ja. Ja, jetzt sehen alle Rotz nicht mehr gleich aus. Wo das noch hinführt. Ah, das ist die Ecke. Na, oh. Hätte man die Front schon gesehen, hätte man schon vorher hierher kommen können. Ja. Da sieht das aus, guck mal, wie die aussehen. Los, Rot, knall den weg. Der kann eine Dusche auf jeden Fall brauchen. Quatsch. Ja, oh. Je mehr man hat, desto früher kann man das nämlich auch einsetzen, diese Attacken. Sehr düster hier vorne. Ja. Auf der Seite fehlt irgendwas. Ja. Hier ist alles erledigt, da. Ja? Hier vorne fehlt was. Ah, oh, hier geht's schon mal hoch. Ja. Ja, Frühstückszeit. Ach ey, so viele. Ja. Ach ey, ja, okay.
Teleporter. Irgendwo muss das Ding hier auf der Seite sein. Ja klar, da ist noch ein Rad dran gewesen. Ja. Ja, du musst nicht erfahren. Rein in unsere hungrige Meute. 26 sind es jetzt. So, fressen. Meine Überlegung ist echt anders zu suchen, obwohl einige dann aufhören, jetzt aufzuhören. Sollte er eben leicht lassen, wenn wir einen Gegner haben? Can you pick that up? Fünf, oder sagen wir, die krieg ich gerade die Katzenstatue. Mhm. Oh, 26. Ja. Die 30 sind nicht mehr weit. Mhm. Oh, hier steht noch der Hammer. 30. Ja, für die, die noch so hungrig sind. Ja! Genau, bei hinten was er. Ja. Das war mal wenigstens vernünftig gewesen. Ja. Ihr seid später drin? Ihr seid nicht mehr lange drin? Ah, das ist so eine Art Wegweiser. Ja. Okay. Ja? Der geht ins Leben, oder? Zu langsam gewesen. Ja. Ah, oh, jetzt haben wir einen Wurm. Jawohl. Geht doch. Ja. Ich weiß auch gleich, wo der jetzt, wo man zuerst eingesetzt wird. Boah, der ist aber auch riesig. Der ist noch fetter geworden als vorher. Ja. Hier war ein Weg und da oben war auch noch ein Weg. Na. Boah, warum ist denn die Stelle zu weit? Funktioniert also hier noch nicht. Aber vielleicht finden wir eine Stelle, wo man den noch nutzen kann. Wohin war er? Da war nicht so viel drauf. Ja, klar. Okay. Der 27. Ja. Wollten die Tatsache. Man hätte also den Falschen nehmen können. Das war eine 50-50 Chance gewesen, so wie es aussah. Hier war nicht nur ein Stein, hast du ja sehen. Hm. Ich habe nur nicht den Stein genommen, wo der zuletzt war. Also wollte er nur uns ein bisschen ärgern. Erstmal, wo der Wurm war und dann, ob in der Nähe noch was war. Ist da noch einer drin? Tatsache. Wow.
Ich bin euch gar nicht gesagt, ihr müsst auf Diät 28 jetzt schauen. Das ist ja wohl. Jetzt gucke ich mal hier lang, vielleicht brauchen wir den hier irgendwo noch. Hier ist irgendwas. Wir sehen schon, wer du hier macht. Nur wenn ich hier vorbeikomme, dann ist immer so ein gleiches Programm im Geräusch. Hier muss irgendwo was sich verstecken. Keine Stelle von wo. Ah, hier ist was. Da. Sack fressen. Hier, der sieht geil aus, ganz rechts. Mhm. Unser Goldie hat kein Item auf dem Kopf. Hier ist eine Hütte, wo ja. Noch Tier drin ist. Ja, es sei denn, wir nicht schon mal drin. Das ist schon passiert, wenn du die Strukturen. Ja. Muss irgendwo eine Stelle sein, wo man den Wurm wendet. Teleport. Okay, hier, der hier. Irgendwas muss man hier noch benötigen. Den Wurm. Ja. Prüfungen. Was das denn? Hm. Ich finde da gerade nichts für den Wurm. Der ist noch viel zu klein dafür. Je länger der ist, umso größer, desto länger hält der auch. Na klar, hier ist er am Rad. Ah, oh, na klar. Ich glaube, versteckt, ja. Ah! Und dafür soll der Wurm reichen. Bis da hinten hin. Genau, wir haben da lang. Hier ist rechts. Boah! Reicht da gar nicht aus dafür für den langen Weg. Nee, das reicht da überhaupt nicht. Hä? Ey, warte mal. Den hab ich was gesehen. Hier wo ich vorbei, da war hier so ein Symbol gewesen.
ist ein bisschen komisch. Info ist hier, vorne war der Ratzenboy gewesen. Was so schnell vorbeigegangen bin. Das war da, wo wir das Ding geöffnet haben. Taros Reue beseitige die Verderbnis in der Laternenhöhle. Ah, hier vorne müssen wir durch, und dann da. Ja, gucken wir das an. Zu weit vom Warpfeld entfernt. Wie es aussieht, müssen wir da sogar erstmal lang. Kommt man ja gar nicht hoch. Vielleicht hier. Was sind doch denn hier schon mal? Kommt gar nicht hoch hier. Dann können wir den also doch noch nicht machen. Hier drin finden wir auch erstmal nichts. Ne, das ist doch der andere Weg. Da haben wir da angeguckt, weil da was war noch. Sammle alle drei Relikte von Taro.
Ich habe die Vermutung, dass wir von dort aus hier hoch müssen, dann hier rein und dass wir irgendwie nach unten kommen. Dann versuche ich mal da. Also im gesammelten Ort. Die Hüter. Geisterpost. Ah, da oben ist eine Geisterpost noch. Dummenschrein. Verfluchte Truhen in der Nähe. Meditationsplätze. Ah, da hinten ist einer. Das Meditationsplatz ist schon mal geil. Ah, ist aber nur der eine, den hatten wir ja schon. Schame haben wir noch rein gefunden. Achso, es wäre nur die eine Zeit, die wir schon haben. Ich einfach nochmal nach, ob das wirklich in dem sein Haus war oder ob wir das noch nicht haben. Ah doch, das haben wir doch schon hier, ja, das mit hier, wo das Training ist. Ah, jetzt kommen wir ja da lang. Ich habe gerade was gefunden. Das konnten wir vorher nicht machen. Da ist ja wieder einer. Oh, ihr erinnert. Ne, sechste noch für die nächste Stufe. Sinnvoll noch ein paar Wege hiervon finden. Ich will die ja noch annehmen. Ja. Jetzt hätte man auch eine Blüte ran machen können. Na jo, hätte, ne? Hier ist auch keine. Ah, da hinten ist so eine Lampe oder irgendwas da. Gucken, was da, da vorne noch alles ist. Ah, da vorne waren wir wohl schon. Ja. Ja, den haben wir schon. Der war wirklich unten drauf drin. Und der kleine Umweg hat uns immerhin eingebracht. Mal sehen, ob hier noch was ist. Ne, das sieht alles.
das nochmal? Aber hier haben wir schon wieder das Pokémon-Geräusch. Hier so. Muss ja irgendwo auch noch was sein. Ah, ich hab's auch. Da ist ein Rad drinne. Also manchmal ist die Vibration schon geil. Für so eine Sache. Ich bin noch 5. Das war durch der Händler hier? Ja. Ah, das war das, genau. So, okay, ich mach noch einer. Ich wollte den nicht noch nicht kommen. Schade, ist der. Okay. Ja, wenn ihr so... Da ist er. Nee, den meine ich nicht. Ja, die gerade haben wir auch ein paar Brüder, aber die sind ja da. Ah, wenigstens haben wir den Video, was du schafft. Ja, auf jeden Fall. Echt gut. Ja, ein Stück weitergekommen, aber nur die Quest, die fehlt noch. Mhm. Guck mal, was ihr wollt. Still need to find more relics, Kana. Is Tor going to be okay? Also, die sagen nur, dass wir die Relikte finden müssen. Ja, wenn die Seiten, die Teile mal die, den Weg zeigen würden. Mhm. Da. Der zeigt hier lang, aber wenn ich geradeaus dachte, ist nichts hier so. Hm. Es sei hier drin, das war es hier vorne so. Möglich. Ist das hier mein sein könnte? Das sind so eine runde Fläche. Ja. Notaris Reue ist hier unten noch. Oh, da fehlt uns noch was. Ein paar Upgrades haben wir auch noch. Rod Level 2. Die Stärke Kinas Schild wird erhöht. 200 haben wir da. 1275 Punkte haben wir schon von den Dingern. Krass. Das sind immer diese gelben Größe und das. Ja. Den Spiel einzusetzen. Oh, eine Luft ist auch geil. Drücke beim Springen. Ach, natürlich geht das hier noch. Oh, Rottangriffe. Den Rotthammer einzusetzen, ja klar. Das ist auch geil. Wenn man das benutzt, da kann man sofort einen Rott einsetzen, da. Hm, das ist geil, ja. Den nehmen wir da. Das ist meine Vogelkiste. Das ist auch geil. Wieder fetzen. Genau, was da fehlt. Ein Rotthammer, der Rotthammer, immer alle von den Rottfähigkeiten. Okay. Oh, das ist auch geil, dann können wir einen Schuss mehr machen. Ja. Zu verlangsamen. Aber da reichen uns die Punkte jetzt nicht aus. Hm. Oh, jetzt haben wir gut aufgerüstet. Ja. Kann man nicht die Fähigkeit wenigstens gleich am Anfang einsetzen?
Hier könnte man auch denken, dass er sich weit versteckt. Ja. Was war das eben? Das war einer von der mit seiner weißen Kopfverdeckung. Das hatten wir schon. Den hatten wir auch schon. Der letzte, den kann ja nicht weit weg sein. Nee, das ist eine Kindertonne. Den haben wir also schon. Und hier ist auch nichts. Hä? So, boah, hier ist mal der mit der weißen Kopfbedeckung. Ja, ne? Wenn wir den jetzt in dem Video nicht finden sollten, den Weg, dann gucken wir nochmal offscreen nach und dann wird im nächsten Video dann an der Stelle weitergemacht. Genau. Wenn wir den Weg jetzt nicht finden sollten. Aber da kommen wir jetzt nicht ran. Der Händler. Irgendwas muss bei den Prüfungen noch sein. Die sind noch blau markiert. Und hier vorne ist noch ein Schloss vor. Uiuiui, die Karte ist ja noch ordentlich, da. Ja, die sieht richtig gut aus. Schön groß. Hier oben scheint auch noch was zu sein. Ja. Ist da hinten, ja, du bist auch noch vor uns sitzen. Ja, und hier hinten, auf der Seite hört es auf. Ja. Da ist aber schon Fülle noch. Ja. Hier oben war nichts mehr gewesen. War nur der Händler. Oder hier vorne. Hä? Ich will vorhin noch fahren. Okay. See that over there? Na klar, guck mal. Ja. Irgendwo, hier. Ja. Das für den Wurm ist das. Krass. Wo war noch eine Stelle, wo er den Wurm hier braucht? Ah, ja, genau da. Ja, genau. Von hinten ist fertig geworden. Und wer alles kaputt macht, ja. Der Wurm hier. Ja. So groß wie der ist. Ja, erstmal drauf kommen, ja. Das ist mir von innen gefallen da oben. Ja.
Warum mischen sich da auch Gegner hin? Das ist ein Wurm mit 30 Rots, also aufpassen. Die sind schlecht gelaunt. Da, und durch die Fähigkeit können wir den sofort angreifen. Ja. Da. Da hat. Bart, genau richtig in die Flogen ist das Ding. Können wir gleich hier unten Wurm machen. Ja, das Ding ist fast zu Ende und jetzt haben wir den richtigen Weg gefunden. Hey. Aber wenigstens aber an den anderen Stellen, die wir hier noch waren, wo wir gedacht haben, wenigstens haben wir da zwei oder drei Rotz neu gefunden. Ja. Da war es nicht ganz umsonst. Los, ja, ein Trans. Zack. Ja. Was willst du denn da rein? Uiuiui. Na klar, eine Städterparty. Ach, ein, wo wir hier mal aufkommen? Wie schätzt du mal den anderen Boss hier? Hoho, ah, mächtig riecht das irgendwie nach Boss. Und können wir aufkommen? Können ja. Das riecht zu doll nach Boss hier unten. Warum? Das ist mir. Mal gucken, wo wir auf der Karte. Oh! Und guck mal, wo wir da sind. Das riecht wirklich nach Boss da unten, das Gelbe. Ja, da würde ich erstmal sagen, das wäre dieses Video, denn es war und wir sehen uns dann in der nächsten wieder. Ja, dann bis gleich beim Bosskampf. Immer wenn es ein Boss ist. Und tschüss. Ciao.